Erinnerst du dich noch an dein Ziel? Du sollst Aldwin finden. Nur mit seiner Hilfe kannst du ein Beschwörer werden. Wenn du Aldwin in einem Dorf voller Beschwörer finden möchtest, solltest du das Dorf besser kennen. Dann kennen dich auch die Dorfbewohner. Verstanden? Es kann nicht schaden, wenn du den Bürgermeister triffst. Schließlich darfst du X nur mit seiner Erlaubnis verlassen, wenn du bereit bist. Aber vergiss bei alledem dein Ziel nicht, mein Freund. Aldwin. Finde Aldwin. 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 Lily Aldwin. Naja, wir sind in der ersten Stadt angekommen und das ganze Geld, was wir in der Höhle gefunden haben, können wir erstmal schon mal sinnvolles ausgeben, nämlich einen ganzen... Nein, das ist schlecht. Doch, das ist eine gute Idee, ein Lederhelm, denn wir finden Helme nur sehr spät im Spiel normalerweise. Oh. Und da Turnschuhe im Mittelalter ja nicht so bekannt waren, können wir die auch für einen guten Preis verkaufen. Jo. Welch zauberhaft Werk habt ihr da? Man nennt sie Turnschuhe. Mhm. Seid gegrüßt, Bürger von Nix. Ich bringe den zukünftigen Dienern meiner Herrin Hekuba Geschenke. Schaut mit euch, der fähnliche Spack! Ja, die NPCs haben sogar einen Sinn im Spiel. Sie hauen die anderen NPCs zu Brei. Das ist gut. Sag mal, habe ich das richtig gelesen? Heißt der Ort zwar X, aber mit einem I vorne? IX! IX! Genau! Oh, das ist ja... Das ist, ich habe schon gedacht, das wäre so unkreativ, aber es ist ja halbwegs kreativ. Das heißt, es heißt auch im Englischen X, okay? Nicht X, X. Nein, ja. Der wird da umbenannt. Wegen des Turniers hier. Ich hätte einen hübschen Bogen für euch. Und weil mir euer Gesicht gefällt, gebe ich ihn euch für läppische 100 Goldstücke. Wie hoch ist die Chance, dass dieser Bogen nach dem ersten Schuss zerbricht? Sehr hoch. Wir werden ihn trotzdem kaufen. Ich wette... Ach so, damit hast du was gespoilert. Das ist bestimmt dann der Carbador-Bogen. Leider wird er sich nicht entwickeln, tut mir leid. Ah. Nein. Schade. Der Bogen, den wir da kaufen, ist sogar deutlich billiger als im normalen Laden. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen. Möchtet ihr am Bogenturnier teilnehmen? Wenn ja, braucht ihr einen Bogen und 20 Goldstücke, Fremder. Wir stellen euch Pfeile zur Verfügung. Möchtet ihr teilnehmen oder nicht? Also, so wie du klingst, könntest du mir auch bestimmt ein bisschen Gras verkaufen. Ey, ich merke gerade, die haben irgendwie aus Command & Conquer Renegade die Synchro übernommen. Vermutlich wurden Beispiele gleichzeitig entwickelt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Synchronisatoren sind auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Also die gleichen Personen auf jeden Fall. Es gibt auch einige Fälle, wo dieselbe Person wie drei Synchronstimmen hat. Na, der am Eingang gerade, der gesagt hat, hier Bogenschießen und ja, sowas. Ja, klang ein bisschen anders beim zweiten Mal. Nee, das meine ich nicht. Also das war auf jeden Fall die Stimme von Havoc in Renegade. Dem Hauptcharakter. Wir müssen ein Turnier gewinnen. Ein Turnier? Merkst du die Spannung? Wir müssen 9 Ziele treffen von 10. Oh Gott, das ist... verdammt. Stell dir vor, ich würde einen Pfeil daneben schießen. Dann hättest du aber immer noch die Chance zu gewinnen. Unmöglich. Wie soll das nur irgendjemand schaffen? Glückwunsch an unseren Meister im Bogen. Wow. Als Preis erhaltet ihr ganze 50 Goldstücke. Das ist nicht mal ein Turnschuh wert, okay? Nicht mal ein halber. Na warte, doch, die Turnschuhe waren doch 99 Goldstücke. Na gut, also ist es ein bisschen mehr als ein halber Turnschuh, okay? Nee, als ein halbes Paar Turnschuhe, also ein Turnschuh. Oder hast du die Turnschuhe einzeln verkauft? Na, wir haben hier genug erledigt, in der Stadt. Na, halbwegs. Wir könnten noch in die ganzen Häuser gehen und die ganzen Leute ausrauben. Mach mal. Oh Dauert Gott, du kannst das echt? Mir aus. Wir können ja rennen, wir sind ja nicht langsam. Aber vor allem, da ist ja nicht mal jemand. Ich meine, wenn du dir jetzt mal Spiele anguckst wie Skyrim oder Oblivion. Es gibt genug NPCs hier, okay, nur sind die nicht immer in den Häusern. Eine Katastrophe. Bürgermeister Theogrin fürchtet nichts mehr als Spinnen.
In seinem Arbeitszimmer wimmelt es nur so von diesen Biestern. Er hat sich eingesperrt und kommt erst wieder heraus, wenn die Spinnen weg sind. Vor den Osttoren der Stadt lebt ein Beschwörer namens Aldrin. Nur mit seinen Zauberkräften können wir die Spinnen verjagen und unseren Bürgermeister retten. Ich glaube, wir können den Bürgermeister sogar schon im Voraus sehen. Nein, nicht ganz. Schade, aber wir könnten uns nicht schauen. No. Nee. Du hast an die Tür geklopft. Die Kisten stehen aber auch wirklich prädestiniert zum Ausrauben da, oder? Ja. Meine Güte. Ist das in jeder Stadt so, oder ist das irgendwie... Es ist wirklich überall so. Die mystische Bruderschaft beliefert die Beschwörer von X mit Zaubersprüchen. Bei den Zauber können wir uns nicht ganz leisten, der Zaubergift ist sowieso nutzlos, also... darum können wir uns später kümmern. Gibt's hier wenigstens dann auch große Bosse, die ein bisschen Taktik erfordern? Es gibt Bosse auf jeden Fall. Es gibt Bosse. Zurück! Ich erledige das! Wölfe bändigen ist ein einträgliches Geschäft. Seid gegrüßt! Mein Name ist Henry. Ich zähme die Wölfe dieses Waldes, um einsame Wanderer zu schützen. Du kannst dir gleich mal raten, was wir auch später können als Beschwörer. Ich würde fast sagen, Skelette beschwören. Gar nicht mal weit entfernt. Was? Das ist nicht weit entfernt von Wölfe bändigen? Wir können Dinge beschwören, okay? Nah genug dran für meinen Geschmack. Die Kobolde haben meine besten Stiefel gestohlen, als ich badete. Wenn ihr sie mir zurückbringt, mein Freund, verrate ich euch einen verdammt guten... Also ich würde dir ja meine Turnschuhe bringen, aber ich habe mich leider schon verkauft, also tut mir leid. Aber du wusstest naja natürlich, dass du ihm die nicht geben kannst. Deswegen hast du sie verkauft. Was will man machen, muss man nicht mal seine echten Stiefel finden. Na. Und die Aufzüge sind echt technologische höchst Wunderwerke. Schau dir das mal an. Man hat eine Pflanze biologisch manipuliert, genetisch manipuliert, dass sie einen Aufzug darstellt. Ich meine, geht's noch umweltfreundlicher? Keine Verschmutzung, gar nicht. Ja. Naja, es ist Zeit für richtige herausfordernde Gegner, nämlich noch mehr Kobolde. Oh, da kommen schon welche. Das Verrückte ist, das erste Kapitel des Magiers ist ungefähr das, was wir hier gerade machen. Nur, dass das zweite Kapitel des Beschwörers ist. So viel zum Schwierigkeitsgrad. Na, zum Glück haben wir keinen Magier genommen. Moment mal, hätten wir mal lieber einen Magier genommen, dann hätten wir als erstes das, was... Wenn du schon die Stiefel siehst. Oh, da sind Stiefel. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Das boah. Kannst du dich nicht mal heilen jetzt hier? Sieht ja schlimm aus, eine nicht volle Lebensleiste. Ich muss es spannend machen. Ja, und dann stirbst du. Sterben ist gar nicht mehr so schlimm in dem Spiel, finde ich zumindest damals, da es für jeden Tod eine eigens kreierte Game-Over-Nachricht gibt. Oh. Die haben sich echt Zeit genommen, was die Tode angeht. Sie wussten, man wird oft sterben. Das Spiel ist eigentlich nicht leicht, aber der Anfang ist halt nicht sehr happig. Wenn du es schaffst, dieses Spiel durchzuspielen, ohne zu sterben, dann... Ich wünsche mir viel Glück, meine Güte, das wird echt eine Herausforderung. Das soll's ja auch werden. Es ist als Krieger, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, aber an und für sich ist das schon eine Herausforderung. Kann man in dem Spiel denn vernünftig grinden? Nein, ganz und gar nicht. Die Erfahrungspunkte sind extrem begrenzt. Kann man sich irgendwie overpowern? Nein, du kannst auch maximal Level 10 erreichen, mehr geht nicht. Vor 1 bis 10 ist alles, was geht. Und es gibt auch keine Stat-Booster, die dich verstärken. Das Einzige, was deinen Charakter ausmacht, ist die Ausrüstung, die er trägt und sein Level. Und eventuell die Zauber, die er hat. Mehr gibt es nicht. Oh Gott. Und die Ausrüstung erhöht auch nur den Rüstungswert und ein wenig ab und zu eine Feuerresistenz zum Beispiel. Also du kannst dich wirklich beim besten Willen nicht unsterblich machen durch irgendwas. Oh. Und es gibt später auch Feinde, die dich One oder Two hitten können, also... Fängt mit diesen Kobolden, die einen mit Steinen bewerfen, an. Und was daraus wird, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich dachte jetzt, der Satz sollte bedeuten, es fängt mit diesen Kobolden an. Also hier von den Gegnern, die dich One oder Two hitten können. Ich meine, sie machen einen Punkt Schaden und wir haben aktuell 20 HP, also 20 Koboldsteine wären unser Tod. Oh nein! Ein Magier hat noch weniger HP.
Also, wenn man mal 30 oder 40 Schaden nimmt, ist das schon eine verdammt hohe Menge, auch als Krieger. Und falls du dich fragst, warum, die Schriftrolle erkläre ich das nächste Mal am besten. Ja. Ich habe was vergessen. Ich habe den Schlüssel gefunden, aber die Stiefel noch nicht eingesammelt. Und ich habe auch vergessen, dass wir eine Karte haben, die ich gerade eingeblendet habe. Oh mein Gott, das ist eine... Ey, das ist besser als Apple Maps. Immerhin wird unser Standpunkt präzise angezeigt. Ne? Und du kannst Schränke verschieben. Ja, genau, Physik. Man kann damit einiges anstellen. Noch habe ich nicht viele Möglichkeiten dafür, aber als Magier zumindest kann man damit einiges machen. Könntest du denn dich theoretisch mit so einem Schrank vor Koboldsteinen schützen? Ich glaube, das geht sogar. Ich glaube, das geht, aber das ist, glaube ich, die Mühe nicht wert. Dann nimmst du halt andere Steine, vor denen du dich damit schützt. Oder andere Attacken, keine Ahnung, sowas. Du hast ein Schild vor dir. Ja, ich weiß. Ja, nee, wollte ich nur so angemerkt haben nochmal. Ja, toll, genau dann geht's nach oben. Ey, mach doch die Pflanze nicht kaputt, sonst kannst du dich nie mehr hochbefördern. Ich habe hier kein Schwert, ich habe nur einen stumpfen Stock. Okay, was soll man, da muss schon gegen die Pflanzen machen. Oh, oh, jetzt brauchst du ein Pokémon, das Surfer kann, sonst kommst du da nicht drüber. Ja, das kommt dann noch. Was, du kriegst Pokémon, die Surfer können? Wir sind Beschwörer, okay? Sei gespannt. Beschwörer ist im Endeffekt der Pokémon-Trainer aus Nox. Übrigens, von diesem Spiel gibt's auch eine Unterwasser-Version. Nennt sich Aquanox. Hat sogar ein Sequel, die Aquanox 2. Ja. Wunderschön. Hat nur überhaupt nichts mit der Spielphysik hier zu tun. Nimmst du mein Angebot? Können wir uns 30 Goldstücke leisten? Nee. Ja, ja. Wir müssen 30 Gold haben. Wenn wir es irgendwie schaffen, keine 30 Gold mehr zu haben, weil wir irgendwie alles verkauft haben und oder sonst wie entfernt haben, dann kommen wir offiziell nicht mehr weiter. Aber 30 Gold ist so wenig, dass es fast unmöglich ist, das nicht zusammenzukriegen. Und wir kriegen unser erstes Cape. Juhu. Auch das hat eine schicke Wedelphysik, finde ich. Caveman. Falls wir uns fragen, wofür wir Spruchrollen in unserem Zeugs brauchen, welche wir gefunden haben. Wenn wir die Spruchrolle zu einem Gegner haben, können wir ihn uns als gefolgt unterwerfen. Sehr praktisch. Also das bedeutet, dass wir uns nicht sofort alles unterwerfen können, was das Spiel noch einfacher machen würde. Sondern dass wir erstmal irgendwas finden müssen, damit das überhaupt funktioniert. Ja, das einzige Problem also jetzt Spinnen, ist irgendwie, der Spinne, kommt hier etwas langsamer hinterher, als er sollte, oder? Ich bin enttäuscht. Schlecht. Aber was denke ich mir auch, wenn ich eine Spinne bekehre, die einen HP hat? Wie viele gibt's hier von? Ich dachte, Spinnen kann die aber nicht so fressen sich gegenseitig auf. Scheint ja nicht unbedingt der Fall zu sein. Nach Nox gehen, nicht. Du kannst Spinnen nicht dazu. Was machen die denn, bitte schön? Moment, kannibalistisch? Spinnen? Ich dachte, das gilt jetzt nur für bestimmte Spinnenarten. Zum Beispiel die schwarze Witwe, da weiß ich, dass die sich da nach der Paarung ihres. Vielleicht sollte ich nochmal etwas näher mich mit Biologie beschäftigen. Apropos, wo wir bei schwarze Witwe sind. Das wäre ja schon wieder ein schöner Punkt, um auf Command & Conquer Renegades zu sprechen zu kommen. Da lernt man sowas nämlich, in einer Cutscene. Ah. Wir kaufen den Zauber Vampirismus. Warum? Weil, Spoiler ist, der Heilzauber nicht ewig helfen wird. Da hilft es schon mal, seinen Feinden Leben abzuziehen. Ah. Des Weiteren werden wir unser T-Shirt und Hose los und dann die neuen mittelalterlichen T-Shirt und Hose anziehen können. Und jetzt können wir echt nicht mehr erkennen, wie wir am Anfang des Spiels aussahen. Das ging ja fix. Nur bestes Material für unsere Waren. Die Zutaten kommen T-Shirt, Hose verkauft. Auf immer wiedersehen. Und dann erledigen wir erstmal noch etwas, was wir fast vergessen hätten. Na? Falls du raten willst. Ah, den Zauber holen bei diesem Typen, genau, der die Stiefel. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie hilfreich der Lehrmungszauber ist.
Oh mein Gott. Das ist. Ich bin nicht mal sarkastisch. Das ist einer der hilfreichsten Zauber, die wir kriegen werden. Oh! Achso, das sollte man nicht vergessen. Also, damit kannst du auch dann ordentlich Gegner lähmen. Ach so, damit die dich nicht one-hitten können, wenn sie dich one-hitten können. Genau, damit sie erstmal hängen bleiben und man dann sonst was mit ihnen anstellen kann. Sonst was mit ihnen anstellen? Boah! Ich will ja nicht spoilern, was, ne? Ich dachte eigentlich, man soll sie töten. Du sollst sie töten! Diese verfluchten Spinnen sind schlimmer als die Pest. Meine Wachen haben versucht, sie zu töten, aber sie kommen immer wieder. Meine letzte Hoffnung ist, diese Spinnen zu verzaubern und zu verjagen. Die Spinnen lauern in meinem Arbeitszimmer, dort hinter der Doppeltür. Bitte seid vorsichtig. Fällt dir irgendein Command & Conquer Charakter ein, der diese Stimme teilt? Nee, ehrlich gesagt, also jetzt so auf Anhieb nicht. Ich muss auch sagen, da sind ziemlich wenig markante Stimmen dabei. Achso. Das war keine große Herausforderung. Nee, und nicht wirklich. Wo wir bei schwarzen Witzen waren, nicht wahr? Da haben wir doch schon mal großes Schwarzes. Genau. Wo wir gerade bei großen schwarzen Dingen sind. Ich werde erst herauskommen, wenn die Spinnen fort sind. Okay, wir gehen heraus damit und werden diese Spinne dann... Nein, nein, mach ihn nicht. Tut mir ja sehr leid. Naja, wohin sind sie denn jetzt verbannt? Sind sie in... wirklich weg? Das ist eine gute Frage. Ich komme. Ah, was für ein Weichei, das waren doch ganz niedliche Spinnen. Man hätte Level-Ups nicht mehr glorifizieren können als in diesem Spiel, glaube ich. Ich stehe tief in eurer Schuld. Doch, eine Fanfare dazu. Ja, wir bekommen ja mal ein... Oh. Muss reichen. Nehmt diesen Protokoll als Lohn für eure Dienste. Ich bestehe darauf. Die geben mir Geld, als hätte ich gerade die Welt gerettet. Ich meine, 500 Gold für zwei Spinnen. Ich glaube, ich werde Kammerjäger. Meine Güte. Aber gut, wenn man schwarze Witzen aus Häusern entfernen müsste, würde ich mir langsam Sorgen machen, glaube ich. Ja. Ah, Fremder, lass uns bekannt sein. Genau, weil ich Pfeile kaufen möchte. Etwas. Ja. Denn wir werden oft und viel mit dem Bogen schießen, auch wenn es bei den Kobolden nicht unbedingt gelohnt hat, deswegen haben wir da die Pfeile gespart. Ach so. Ich habe 600 Gold. Ich denke, wir können, auch wenn der Zauber fast nutzlos ist, können wir uns einfach der Komplexionierung halt halber einen Giftspruch kaufen. Er ist wirklich der absolute Scheiß. Kannst du mir ruhig glauben. Ich glaub's dir ja, aber wozu dann das Ganze? Wilde Bestien haben die Mana-Minen überfallen und bedrohen nun unzählige Arbeiter. Wir müssen dem Treiben ein Ende setzen. Brich auf und bezähme diese dämonischen Bestien. Eine weitere Aufgabe in einer weiteren Höhle. Natürlich. Gibt anscheinend ja keine anderen Orte in dem Spiel. Als Beschwörer zumindest nicht. Oh. Gut, das war's dann mit Kapitel 2.